Hallo Mazzak Offroad Community, schön, dass ihr wieder da seid. Und heute ist ein besonderer Tag, denn wie ihr sehen könnt, haben wir unsere Teile wiederbekommen vom Beschichten und vom Eloxieren. Ups, ihr könnt das gar nicht sehen. Ich hol die gleich mal. So, ich habe euch mal alle Teile jetzt hier hingelegt und so wie die wiedergekommen sind, ist es wirklich klasse geworden. Den Rahmen haben wir hochglanzweiß beschichten lassen mit den Seitenteilen. Die Original-Gabelholme, das ist zwar von RMZ, sind goldeloxiert worden. Das passt auch super und wo ich mich sehr drüber freue, wir haben diesmal versucht, die Sache mit Schwinge und Schutzdeckeln von den Außersteuerungs- oder vom Zylinder, wo die Außersteuerung sitzt, mit so einem besonderen rauen Material beschichten zu lassen, wo ich auch richtig happy bin, wie das aussieht. Was ihr hier seht, das ist ein Teil, das hatten wir noch nicht in der Hand. Und zwar ist das der Motorschutz. Das seht ihr dann unten, der am Rahmen, an den Unterrohren am Rahmen lang kommt. Und die, ich glaube, so rum kommt er dann dran, wenn das Fahrtrichtung ist, der dann vor Steinschlägen die Kupplungsseite schützen soll. Wurde extra nochmal angefertigt und ja, auch richtig schick geworden. So, wie gesagt, ein paar Teile sind noch draußen beim Hochglanzbeschichten, aber der allergrößte Teil ist jetzt zurück und jetzt kann es in den nächsten Tagen und Wochen mit dem Zusammenbau beginnen. Ich fange jetzt an, als erstes den Motor fertig zu machen. Da nehme ich euch dann auf alle Fälle mit, Kupplung rein, die ganzen Deckel rein, Außersteuerung einstellen, dass der erstmal fertig ist. Und als nächstes presst man dann die ganzen Lager, Schwinglager, Umlenklagersysteme, Steuerkopflager dann ein. Und dann geht es nach und nach ans Zusammenbauen. Ich freue mich und let's go mit dem Motor.
Wir machen jetzt weiter mit dem Zusammenbau der Gabel. Ich habe schon mal was vorbereitet und zwar alles gesäubert, alles gereinigt. Die Standrohre waren ja beim Eloxieren in der Farbe Gold. Ich hätte euch gerne noch gleich gezeigt, Gabelrevision und Simmering. Ihr hattet das ja so oft angefragt, aber die Gabel ist einfach vom Innenleben und vom Zustand her viel zu gut gewesen. So kann ich euch auch nicht zeigen, auf was ihr achten sollt. Die Gleitbuchsen sehen noch super aus, das lassen wir. Auf alle Fälle kommen neue Simmeringe rein, neues Öl. Und ich baue die jetzt zusammen und dann kann es weitergehen mit dem Aufbau. So, weiter geht es jetzt mit dem Zusammenbau. Den Rahmen habe ich jetzt hier auf den Hubständer fixiert. Wie ihr gesehen habt, sind die Lagerschalen schon fürs Lenkkopflager in das Steuerrohr eingepresst. Und als nächstes, hinter mir liegt es hier auf der Werkbank, werden wir die Schwinge jetzt neu lagern, die Schwingenlager einpressen. Die Schrauben, die hier als Schutz dienen, vom Beschichten rausschrauben, natürlich die neuen einschrauben und dann Stück für Stück immer weiter zusammenbauen. Weiter geht's! Die Schwinge habe ich jetzt fertig zusammengebaut, Lager neu eingepresst, alles abgedichtet.
Ja, die Schrauben zum Kettespannen sind auch schon reingeschraubt, Gewinde nachgeschnitten, die Distanzscheiben. Und ja, jetzt kann ich nicht ganz weiterbauen, wie ich möchte, denn ein paar Teile sind noch beim Hochglanzbeschichten. Aber um die Zeit jetzt gut zu überbrücken, schraube ich auf alle Fälle schon mal ein paar Kleinigkeiten weiter, hier an den Rahmen dran, damit das Projekt, ja, vorangeht. Also, bis dann.